12 Wesplein Gefahr startklar in der Mittagssonne auf dem Parkplatz des Erlanes, glänzt er ihn bereits von weitem entgegen. Ihr Wesblei hält zahlreiche Abenteuer, inklusive der geglückten Aktion vor genau 3 Jahren. Hinley drückt den Knopf, die beiden vorderen Cockpits springen auf. Svenor überholt, zack, ein waghalsiger Sprung mit Salto, und schon landet der drahtige Ruber auf seinem Platz hinter der Pilotenkabine. Rasch klettert der junge Prinz rein und verkabelt seinen Komm mit der Bordelektronik. Er drückt den Turbknopf, somit ist die Route rauf zum Spazierturb programmiert. Alles normal bis dato. Weit gefehlt. Eine Kette von Ereignissen wird gerade in Bewegung gesetzt, etwa 500 Meter entfernt. Im Militärtechniktrakt des Erlanes vibriert exakt zu diesem Zeitpunkt der Komm des einzigen Sohns der Regentin eines Zwei-Sterne-Systems. Die geheimen Wanzen am Wesblei haben angeschlagen. Eine Route rauf zum Turb ist der Zeitpunkt zum Einschreiten. Prinz Herold von Westarp nickt seinem Freund Kackball Gorzelska zu. Herold meldet sich anschließend kurz und zeigt zum Ausgang. Sein Lehrer Ljubomir Elif wedelt daraufhin mit eleganter Geste Richtung Türe. Er nickt kurz und gewichtig dabei. Die beiden Jungs verlassen so relativ unspektakulär das Klassenzimmer. Herolds Rock tat der Nagel 9 Stacks 2 Klasse, parkt entgegen Henleis Wesblei auf dem Lehrerplatz des Alanis in einer anderen Ecke der Schule. Auch Herold und sein Kumpan sind in Eile. Möglichst schnell rein und rauf. Aber Harold hat noch andere Helfer. Die sind bereits im Orbit. An Bord des Wesblei ist derweil die Stimmung gelöst. Die Ereignisse am Alanis bleiben ihnen verschlossen. Henley hat mittlerweile die Route zum Ringbeschleuniger-Tunnel Gamma I geschaltet. Bald kommen sie an ihren geoststationär geparkten Dorp. Dann noch schnell verdrahten, und es wird ein Wiedersehen mit Njal-Linese geben. Weit gefehlt, Henley. Selbstredend ist Prinz Herold von Westarp in die Entführung Bad Garapetsch Abuns eingeweiht. Eine eventuelle Rettungsaktion seines Gegenspielers ist aber eingeplant. Mehr noch, er hat bereits darauf gewartet. Rebelkovs beste Raumfahrttechniker haben in einer Nacht- und Nebelaktion das Navi des Wesblei angezapft. Jede Bewegung kann seither verfolgt werden. Hinler und Sphinisch bewegen sich inzwischen mit Reisegeschwindigkeit hin zum Gamma I. Alles nominal. Bis auf einmal die Kollisionsleuchte blinkt. Was soll das? Hier draußen. Irgendwas ist oberfaul. Hinler schaut sich um. Auch sein Copilot reißt aufgeregt den Kopf in alle Richtungen. Wo kommen die auf einmal her? An beiden Flanken nähern sich gefährlich aussehende Milrockdars des Verteidigungsministeriums. Mit denen ist wenig zu spaßen. Henley weiß, dass sie Laserwaffen an Bord haben. Militärtechnik sei Dank. Seine Befürchtungen bestätigen sich. Eine ankommende Transmission wird angezeigt. Henley drückt den Knopf unautorisierter Stacks. Sofort stoppen. Ziel ist eine gesperrte Mil-Hochsicherheitszone. Sofort umkehren, oder wir eröffnen das Feuer auf die Antriebssysteme. Wer spricht da? Antwortet Henley und verringert tatsächlich die Geschwindigkeit. Seit wann ist der Tunnel Gamma I für Besucher gesperrt? Statt einer Antwort sieht Henley nur einen Grillenblitz recht nah, zu nah, an seinem Cockpit vorbeischießen. Diese Hochenergielaser bringen jede Legierung zum Schmelzen. Henley bleibt deshalb nur die Wahl, wie gefordert, zu stoppen. Ängstlich sieht sich Sphinisch auf seinem Logenplatz um. Die nächste Ansage kommt prompt unautorisierter Stacks. Warten Sie in dieser Position auf das Eintreffen der Exekutive. Die Exekutive denkt sich Henley, wer soll denn das sein? Er will gerade was antworten, als diese Instanz bereits in voller Pracht auftaucht. Harold erscheint mit seinem imposanten Stax 2 Roktar auf der Bildfläche. An Bord ist man bester Stimmung, die ärgern wir ein bisschen, meint Harold vergnügt. Kackper grinst und bellt in die Kommunikationsanlage unautorisierter Stax.
Weiter Flug verboten. Folgen Sie uns zur genauen Vernehmung auf den Mehlstützpunkt Lüporoch K1. Derweil entfernen sich die wirklich gefährlichen Regierungsschiffe. Hinlei beobachtet dies mit Erstaunen. Widerstand regt sich ich ihm. Die Kampfschiffe haben ihre Aufgabe erfüllt. Ein Scharmützel hier im Orbit des Triwe, in dem nach dazu ein Westerburg getötet wird, ist undenkbar. Dieses Szenario ist absurd. Direkter offener Krieg wäre die Folge. Rebelkovs Miroktas waren gerufen worden, um Henley abzufangen. Harold allein soll sich um den weiteren Verlauf der Aktion Denkzettel kümmern, erste strategische Erfahrungen sammeln. Die Frage ist jetzt, wie weit wird er gehen? Im Raum kann man unliebsame Gegner auf andere Art und Weise loswerden.